Guten Morgen, ihr geliebten des Herrn. Heute ist Samstag, der 5. Dezember 2020 und ich lese die Tageslosung. Die ist relativ lang heute. Aus Psalm 68, Vers 6 bis 7. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlergehe. Und der Lehrtext dazu in Markus 1, 32 bis 34 lautet: Am Abend, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür, und er heilte viele. Ja, das Erste, was mir heute Morgen, als ich die Tageslosung gelesen habe, in den Kopf kam, war: Schön, dass ich einen Gott kenne, der den Weisen ein Helfer ist und den Witwen ein Gott in seiner heiligen Wohnung, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, der den Armen und Schwachen hilft, denen, die ihn brauchen. Und dann dachte ich, wie schön zu wissen, dass ich da auch dazu gehöre. Wie schön zu wissen, auf diesen Gott vertrauen zu können. Doch dann kam mir der Gedanke, naja, nicht jedes Mal, wenn meine Gebete gesprochen wurden, hat Gott mir geholfen. Nicht jedes Mal hat er mir meine Wünsche erfüllt oder manches Mal hat er mich auch nicht aus meinem Leid so direkt befreit. Und manches Mal leide ich auch heute noch. Dann kam mir der Gedanke, wenn es mir selber nicht so gut geht, wenn ich mich selbst fern von Gott fühle, bin ich auch gar nicht so ein guter Ermutiger. Dann fällt es mir schwerer, das euphorisch, glaubhaft rüberzubringen, an euch oder an andere Menschen, auch in meinem Alltag, was ich schon mit Gott erlebt habe. Dann dachte ich, naja, vielleicht sind da draußen auch viele entmutigte Leute, denen ich mit meinem euphorischen Getue hier morgens, was ich manchmal ja durchaus habe, meiner Liebe zu Gott, dass ich damit gar keinen ermutige, weil ihr vielleicht denkt, ja, das magst du so erlebt haben, aber ich hänge hier in meinem Leid. Da draußen sind so viele Menschen, die Gottes Hilfe nötig haben und sie erleben sie nicht. Ich kann Gott nicht spüren. Vielleicht ist ja das dein Empfinden bei mancher Botschaft, die ich aussende. Es steht hier ausdrücklich, wem er alles hilft, und wem er heilig ist und wem er auch Segen bringt. Es erinnerte mich dann an eine Bibelstelle, eine andere, wo Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Ja, habe ich gedacht, das stimmt. Ich muss erstmal die Erkenntnis haben, dass da irgendwas schief läuft bei mir. Da muss erstmal die Erkenntnis sein, da ist irgendwas nicht richtig. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch oft nicht sofort Hilfe bekommen, weil ich andere oder die Umstände dafür verantwortlich gemacht habe, wie es mir geht oder in welcher Situation ich mich befinde. Demut spielt da eine große Rolle. Jetzt möchte ich aber nicht allen da draußen sagen, wenn dir Gott nicht hilft, bist du nicht demütig genug. Wahrhaftig nicht. Es gibt viele Gründe, warum Gott nicht gleich eingreift oder warum er nicht sofort das in Bewegung bringt, was wir von ihm erwarten. Bei manch einem tut er es vielleicht bis zum Ende nicht. Erst heute Nacht
bekam ich eine Botschaft, wo sinngemäß drinsteht, dass wir eine Generation von Menschen lieblos entlassen, weil sie einsam in Pflegeheimen und in Krankenhäusern sterben und verkümmern. Und wir machen uns darüber Gedanken, ob wir ein Festessen bekommen oder Ähnliches, zu welchen Veranstaltungen wir gehen können oder was auch immer. So sinngemäß stand das da drin. Und die Person, die das schrieb, war sehr traurig darüber. Ja, ich bin auch traurig darüber. Ich kenne so viele Menschen, die mehr unter der Vereinsamung der Maßnahmen leiden, die wir gerade durch Corona haben. Ich kenne mehr Menschen inzwischen auch, die an den Folgen oder ja, mit den Folgen von Corona und Vereinsamung gestorben sind. Als ich überhaupt Menschen kenne, die damit infiziert waren. Ich will hier mich nicht als Corona-Leugner oder sonst irgendwas positionieren. Im Gegenteil. Ich finde es auch sehr gut, dass wir uns um Menschen kümmern und dass wir auf Menschen achten und Menschen schützen wollen. Aber dennoch ist das, was diese Person da geschrieben hat in dieser Nachricht, ernst zu nehmen. Wie sehr kümmern wir uns heute noch um Menschen, um das Leid anderer Menschen? Oberflächlich betrachtet tun wir das. Wir wollen Menschenleben schützen. Wir wollen Menschen Freiheit geben. Und was machen wir? Wir schränken die Freiheit vieler Millionen Menschen ein. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt in diesen Kontext abgerutscht bin. Aber was ich eigentlich sagen will, ist auch, warum vertrauen wir nicht auch hier auf das Wort Gottes, wo da steht, dass er die Einsamen nach Hause bringt, dass er die Gefangenen herausführt, dass er die Waisen und die Witwen ein Helfer und ein Heiland ist. Und warum helfen wir nicht in der Form, wie wir es können, wenn wir gläubige Christen sind? Warum beten wir nicht? Warum bringen wir sie nicht zum Herrn? Es gibt eine Geschichte, wo Menschen, andere Menschen regelrecht getragen haben zum Herrn Jesus und durch ein Dach hinabgelassen haben, um ihn heilen zu lassen von Gott. Wir können das auch heute noch. Wenn wir das auch nicht physisch tun können, wobei ich das gestern auch getan habe, aber wenn wir es schon physisch nicht tun können, dann können wir es doch geistlich. Wir können doch für die Menschen beten. Haben wir den Glauben dafür? Der zweite Text, der Lehrtext, da steht, am Abend, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und er heilte viele. Liebe Leute, lasst uns doch bitte mehr die Kranken und Besessenen vor Gott tragen. Und wenn wir es schon nicht mehr so tun, dass wir sie durch Dächer hindurch heben zu dem Herrgott, zu unserem Jesus, der heilen kann, dann lasst es uns doch bitte im Gebet tun. Das Gebet ist eine so mächtige Waffe. Und bitte, liebe Leute, wenn da draußen noch ein paar Leute sind, die wirklich echten Glauben an diesen Herrgott haben, dann lasst uns einstehen für diese Menschen, die da einsam irgendwo dahin siechen und keinen mehr haben, der sich um sie kümmert. Lasst uns nicht trauern und traurig sein, sondern lasst uns einstehen für sie. Wir wissen doch, dass unser Herrgott liebt. Wir wissen doch, dass er heilen kann und will. Und ich bin mir sicher, dass viele von den Menschen, die dort einsam in den Krankenhäusern und in den
Pflegeheimen liegen, dass sie Gott kennen und dass sie nicht einsam sterben. Weil das sind die alten Menschen, die sich noch auf Gott bezogen haben. Die Generation vor uns, die sich noch etwas aus Gott gemacht hat, die ihm noch nah war. Und gestern habe ich wieder eine hilflose ältere Person in die Klinik bringen lassen, weil sie alleine in ihrer Wohnung lag und niemanden hatte, der ihr geholfen hätte. Und sie war nicht in der Klinik und war auch einsam und allein. Wisst ihr, ich glaube, wir können immer zwei Wege wählen. Entweder wir regen uns auf über das, was da passiert, oder wir handeln. Und wenn wir unsere Handlungsfähigkeit, unsere eigene Handlungsfähigkeit eingeschränkt sehen, dann können wir immer noch handeln, indem wir den Herrn bemühen. Wenn du aber zu den Menschen gehörst, die selber hoffnungslos sind, die selber Hilfe brauchen, die trauern, die zweifeln, die Ängste haben, dann gehörst du zu den Menschen, die die Nähe Gottes aufsuchen sollten. Und wenn du das nicht kannst, weil dein Glaube zu klein geworden ist oder weil du noch nie so richtig an Gott glauben konntest, weil du noch nie eine Beziehung mit Gott eingegangen bist, weil du überhaupt nicht weißt, wie das geht, dann gehörst du zu denen, die vor Gott getragen werden müssen. Mach dich bemerkbar. Mach dich bemerkbar. Rufe deine Not hinaus zu den Menschen oder zu Gott direkt. Wenn du Christen kennst, bitte sie um Hilfe. Lass für dich beten. Wenn du kein christliches Umfeld kennst, kannst du heute die Entscheidung treffen, dass ich für dich beten darf. Du kannst mir gerne eine Privatnachricht schreiben oder in den Kommentaren dein Gebetsanliegen formulieren. Ich bete für dich. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass es dann besser wird. Schon gar nicht, dass es sofort oder schnell besser wird. Aber mein Glaube ist groß genug, dass mein Gebet bei Gott etwas bewirken kann. Und meine Erfahrungen mit Gott sind auch groß genug. Auch wenn ich, wie ich am Anfang gesagt habe, auch manchmal durchhänge. Aber Gott hat mir schon so oft gezeigt, dass er hilft, dass er eingreift, ohne dass ich was tun muss. Und ganz oft hat er auch mir schon gezeigt, was ich tun kann, damit seine Hilfe wirksam wird, damit seine Liebe sichtbar wird. Und damit möchte ich mich heute von euch verabschieden, mit der Zusage, dass ihr bei mir Gebet erhalten könnt. Ich verspreche euch, dass ich für euch bete, zum einen, und mit dem Wunsch an meine Geschwister, bringt doch mehr die Menschen und die Welt vor Gott. Wo auch immer ihr Not seht, wo auch immer ihr Menschen seht, die Gott brauchen, die sich ihm nicht nahen können, betet doch. Wir haben so ein tolles Instrument. Wir haben so einen tollen Gott, der auf uns reagiert, der uns liebt, der die Menschen liebt und der sich wirklich bitten lässt. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Ich wünsche euch allen, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, den Shalom in deinem Herzen, den echten Frieden, den nur Gott geben kann. Euer Carsten.